So, wie ihr hier seht, gibt es immer etwas ganz Neues. Ich habe hier den Sapphire Number One Hooker Squeeze. Den habe ich auf dem Messe-Meeting erhalten. Vielen Dank an den lieben Max, der das zur Verfügung gestellt hat. Er hat einen langen Brief dazu geschrieben, wie der Kopf entwickelt wurde, und alles war sehr, sehr spannend. Und er hat auch geschrieben, er empfiehlt mal, das Ganze mit einem One Smoke auszuprobieren. Den habe ich hier. Das ist ein Aufsatz, der nur eine Kohle benötigt. Und ja, den werde ich heute mal mit dem Kopf hier ausprobieren. Ich werde mir heute den Spiced Herbs von Somo mit etwas Oriental Nana von Holster mischen. Den Aufsatz stelle ich jetzt mit auf den Kohleanzünder, dass der auf Temperatur kommt, und dann fange ich gleich mal mit dem Kopfbau an. So habe ich jetzt den Kopf hier gebaut. Ich habe den Tabak wirklich extrem locker reingelegt, also kaum angedrückt. Er ragt auch ganz leicht über den Rand. Das werde ich dann mit dem One Smoke runterdrücken, mit dem Aufsatz. Und hier in der Mitte habe ich die Löcher etwas freigelassen. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich mit dem Kopf hier baue. Also kann gut sein, dass das nach hinten losgeht, auch mit dem One Smoke in Kombination. Noch nie ausprobiert, first try, aber wir werden sehen, ob das läuft. Ich mache jetzt dann gleich den Aufsatz und die eine Kohle rauf. Und danach kommen wir auch schon wieder zum Fazit. So, ihr seht, der Kopf läuft. Am Anfang hatte ich etwas Startschwierigkeiten. Bis ich den Kopf und alles auf der Pfeife hatte, ist mir leider die Kohle oben wieder ausgegangen. Das ist etwas die Gefahr beim One Smoke. Wenn man da lange nicht zieht, noch ganz am Anfang, dann kann die Kohle ausgehen, weil hier nicht so viel Sauerstoff rankommt. Dann habe ich sie nochmal kurz auf den Anzünder gelegt und jetzt ist das Ganze top, läuft, hat genügend Hitze, auch nur mit einer Kohle. Und der Kopf läuft auch top. Ihr habt es gesehen, das Ganze raucht super, auch geschmacklich sehr, sehr lecker. Spiced Herbs, ihr wisst langsam, ist einer meiner Lieblingsflavoren, und dann noch den Oriental Nana dazu von Holster, auch sehr, sehr lecker. Gibt dem Ganzen noch eine schöne Minze dazu, schöne süße Minze. Und ja, den Kopf kann ich nur weiterempfehlen. Der ist ja eigentlich für die Squeeze gemacht, aber den kann man auch ohne Probleme mit Tabak rauchen. Es funktioniert auch mit Alufolie drüber spannen oder mit einem anderen Aufsatz, wie zum Beispiel dem Lotus 2 oder so. Also läuft alles, kann ich so ohne Probleme weiterempfehlen. Und ja, dann war es auch schon für heute. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch und wir sehen uns morgen wieder.